Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Zu unserem letzten Abschnitt der Reise. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Let's Play zurückkehren, werden wir uns jetzt hier den Sirbelpass und Salo mal nochmal genauer betrachten. In die Yammerförde komme ich ja selbst nicht rein, weil ich die passenden Quests dann dafür noch nicht erledigt habe. Dort gibt es ja dann, soweit ich weiß, ein paar Beschränkungen. Deshalb betrachten wir uns mal jetzt in aller Ruhe noch den Sirbelpass und Salo und danach können wir dann endlich mit dem normalen Let's Play wieder fortfahren. So, mein allererster Eindruck hier, wir haben jetzt wieder ziemlich viele Insekten hier in dem Anfangsgebiet. Ist jetzt nichts Schlechtes oder so, aber ist jetzt einfach nochmal wieder interessant. Eidix Botanikerin, warte mal, kartenmäßig... Hier muss man noch hochkommen, oder nicht? Also, mit einem guten Reittier und ein paar Kletterkünsten kommt man mit Sicherheit hier hoch. Ich meine, ich kann es ja mal jetzt ganz grob versuchen, so... Ja, also meine Kletterkünste reichen auf gar keinen Fall für, wie ihr so seht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt genug Leute, die da hochkommen. Vielleicht kommt man aber auch auf einem anderen Weg hier hoch, ich weiß ja jetzt noch nicht. Erstmal alles in aller Ruhe mal ein bisschen angucken. Und natürlich hier starkes Holz, okay. Was ist hier hinten? Oh, ein rasendes Yashidi. Vielleicht sollte ich dem nicht ganz zu nahe kommen. Er erinnert mich so ein bisschen an einen Riesenstund in der Wüste Limo. Wenn ich das jetzt so sehe. Ist jetzt nicht so ganz Besonderes dran, aber na gut. Okay, gehen wir mal weiter. Hier ist anscheinend eine Armee des Ordens der Dunklen Gloria und so. Warte mal, hier komme ich ja jetzt hoch im Berg. Sehr wahrscheinlich. Kann ich dann hier drüber klettern, um dann dort vorne hinzukommen, wo ich hin wollte? Das ist einfach nur so gerade ein bisschen Spinnerei. Ah, da muss man glaube ich sogar hin für eine Quest, wie es ausschaut. Wenn der hier ein westlicher Erdruhensockel ist. Ja. Komm. Ich komme hier hoch. So. Wunderbar. So, was geht natürlich jetzt mittlerweile dann auch deutlich einfacher. Komm mit. Ah, hier kann ich dann runterspringen, okay. Hier vorne habe ich auch gerade versucht hochzukommen, oder? So. Na, komme ich da hoch? Nee, komme ich nicht. Da bräuchte ich, glaube ich, dann einen rasenden Sturm oder so. Und den habe ich jetzt gerade nicht dabei. Okay, gehen wir mal weiter. Hier können wir ja ganz normal jetzt den Weg runtergehen. Bisschenweise runterreiten. Okay, das ist tatsächlich ein neues Mob-Modell, welches wir vorher noch nicht so gesehen hatten. Scheint mir ähnlich zu sein wie die Yashidis, aber doch irgendwie was ganz anderes. So gefühlt. So, hier kommen wir wieder in einen Abschnitt, der nicht weiterführend ist, sondern so nebenher führt. Also, designtechnisch ist hier tatsächlich mal ein komplett neues Design ausgekramt worden. Also, das hat für mich hier keinerlei Ähnlichkeit mit irgendeiner anderen Zone, die ich jetzt schon so gesehen habe. Eine mysteriöse Frau gibt es hier auch. Die erinnert mich irgendwie gerade ein bisschen an Sismond, nicht Seerlord, sondern Sismond. Hallo? Ich wollte gerade sagen, da waren noch 0,5 Sekunden Eisgift oder sowas und die sind nicht abgelaufen. Das war gerade ein bisschen strange. Fällt auch ein leichter Ping-Lag oder so. Ich weiß es nicht genau. Gehen wir mal hier den Weg weiter runter und schauen uns das mal genauer an, was es hier noch so alles gibt. Moment hier, ich werde mal jetzt Folgendes kurz machen. So, mir mein Gestrüppschild geben. Das sorgt dafür, dass ich, wann immer ich Schaden kriege, zumindest durch physische Angriffe, wird eine große Menge meiner Gesundheit geheilt, beziehungsweise die Menge ist so groß, dass meine Lebenspunkte komplett wieder aufgefüllt werden. Ich liebe das Gestrüppschild, muss ich dazu noch sagen. Gerade als Druide bewahre, ist es einer der geilsten Skills überhaupt. Mochte ich schon immer und als sie dann später die Heilung mit eingebaut haben, war das natürlich absoluter Bombe-Skill. Wobei auch damals das doppelte Gestrüppschild ziemlich lustig war. Hui, Ruinenschatten. Hier sind so Mobs dann versteckt.
Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch hier in den Kommentaren noch das doppelte Gestrüppschild kennt. Das waren noch Zeiten damals, das doppelte Gestrüppschild. Ach ja. So ein bisschen den Wunsch an die alte Zeit hat man ja dann doch noch. Man wünscht sich manchmal schon so ein bisschen die alte Zeit zurück. So langsam könnte auch mal die Nacht vorbei sein. Mit der Nacht ist das hier ziemlich scheiße. Sieht man ja nicht wirklich weit. So ein paar Meterchen. Und nein, ich habe die Sichtweite nicht weiter runtergezogen, sondern das ist wahrscheinlich tatsächlich durch die Nacht so gegeben. Okay, hier sind ein paar Mobs, die es schon gibt, wurden hier nochmal benutzt und so. Ja gut, ist jetzt nicht unbedingt verwerflich. Vor allem Asia MMOs nutzen ziemlich gerne vorhandene Modelle nochmal neu und texturieren die ziemlich häufig einfach nur nochmal. So, gehen wir mal hier weiter. Also die Ruinen und sowas, alles ziemlich interessant gemacht. Ich freue mich schon, wenn ich jetzt irgendwann mal dann hier nochmal zum Questen komme. Gehen wir mal erstmal in Richtung Betomia weiter. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, gibt es hier vorne in dem Lager keinen Sturobold, oder? Ich habe hier den Sturobold noch gar nicht aktiviert von dem Gebiet hier. Ruin von ein ängstlicher... Oh no, und so, okay. Ja, ich will hier gern meinen 4 verlieren mal. Warte mal, brauch mal kurz. Ich habe hier doch einen Skill, kann ich den benutzen? Wieso kann ich den nicht benutzen? So, jetzt ist der 4 vorbei. Warum auch immer das so gerade so alles verbuggt war. Hallo, wieso kann ich... Ja, irgendwie ist das jetzt alles heute ein bisschen sehr seltsam und buggy und überhaupt merkwürdig. Ich guck mal, dass ich hier oben kurz nach oben fliehe. Okkulte Transportsäule? Was soll das sein? Ich guck mir kurz erstmal die okkulte Transportsäule an. Das macht mich gerade erstmal neugierig. Vielleicht gibt es ja hier keinen Sturobald mehr, sondern noch okkulte Transport. Anforderungen nicht erfüllt, ja gut. Hier gibt es ja auch keinen Sturobold mehr, sondern nur hier die Dinger. So, sanfte Seele. Das halte ich mir mal bereit. Wenn hier tatsächlich so viele Viers sind, dann gucke ich, ob ich die Furchteffekt damit reinigen kann. Schattenwachen, okkulter Spinner. Aha. Und was ist hier? Ah, hier ist die neue, ist eine der Instanzen, in denen ich noch nie war. Das dürfte Betomia hier sein, dann. Okay. Beto gibt es tatsächlich, glaube ich, auch mit dem Hardmode. Auch wenn der Hardmode hier, zumindest meinen, des Wissens nach, was ich so mitbekommen habe und so, gar nicht so schwer sein soll. Man soll den Hardmode tatsächlich nur durch Bursten wieder schaffen können. Das hat, glaube ich, einiges an Enttäuschung auch bei den Spielern mit sich gebracht. Weil die Events alle theoretisch. Ich finde diese Gauner hier genial mit ihren. Wie heißen sie? Morgenstern, mit denen sie da rumkämpfen. Nicht schlecht. Und ganz interessant gemacht. Yay, jetzt habe ich wieder ein 4. Und wieder so ewig lange. Was ist denn hier heute los? Ist das hier immer so buggy? Ja, ich kann mich noch nicht mal vom 4 reinigen mit meinem Reinigungsskill. Auch gut. Und entfluchen auch nicht. Na wunderbar. Antigift hilft auch nicht. Na gut, jetzt bin ich jetzt eh fertig hier. Ich guck mal, dass ich hier die Beine in die Hand nehme und ein bisschen komme. Schnell aufs Reittier. Und damit Fullspeed weg. Man sieht, wie viel doch das Gestrüppschild tatsächlich ausmacht. Ich kann mich hier ziemlich sicher durchbewegen, obwohl ich eigentlich unterlevelt bin. Die Viecher hier sind alle Level 80. Und höher und ich bin Stufe 78, also ich bin schon ein bisschen zu niedrig eigentlich für das Gebiet und trotzdem kann ich mich hier so durchbewegen, aufgrund des Gestrüppschilds. Ah, endlich mal ein bisschen mehr Licht. Höhle. Okay, wir gehen mal zuerst rechts rum, gucken wir uns erst dieses Sumpfgebiet hier an. Also, ich muss echt sagen, hier hat sich Runewaker wieder richtig Mühe gegeben, ein schönes Gebiet zu zaubern. Das ist wieder richtig schön gestaltet. Finde ich schön. Mag ich. Gibt doch nicht sehr viel mehr dazu hinzuzufügen. Ob sich hier irgendwas im Wasser verbirgt? Ich meine, man kann es ja mal kurz überprüfen. Zack, ab ins Wasser.
Blub, 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 blub. Ah, nee, ich komme nicht tiefer. Oder doch? Keine Ahnung. Ich schwimme wieder nach oben. Anscheinend gibt es hier unten nichts zu sehen. Gut, gut. Dann geht's wieder nach oben. Und ich werde natürlich sofort angegriffen von der Zuhidon-Beschwörerin. Dass es hier noch Zuhidons gibt. Haben wir die nicht eigentlich alle in Chapter 2 ausgelöscht, als wir... Was ist das dort oben für ein Portal? Wo komme ich hier denn rein? Gucken wir einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen neugierig. Ja. Interessant. Achso, okay. Ich werde irgendwo anders hin teleportiert. Gut. Ah, ich wurde hier hoch teleportiert. Okay. Hier vorne ist auch noch eine Höhle oder so. Gehen wir mal da einfach reingucken. Boah, das Wasser hier ist ja gerade mega geil hier. Den Wassereffekt finde ich gerade richtig schön. Den feiere ich. Ne, hier ist nicht mehr. Nur irgendwie ein paar extrem verglitschte Texturen oder so. Also entweder soll man hier noch später hin. Warte mal, hier kann man vielleicht noch weiter hochklettern, oder? Da kommt man mit Sicherheit noch weiter hoch. Momentchen. Hep. Genau. So. Wenn ich mit reite, dann kommt man immer zu Fuß irgendwo hoch. Gucken wir mal, was hier ganz oben ist. Und wie hoch man hier noch kommt. Da vorne kann man wahrscheinlich rüberspringen. Hep. Yeah. Och, geschafft. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob das hier gedacht ist, dass man hier oben rumspringt und rumläuft oder so. Vielleicht muss man ja so für irgendeine Quest hier hin. Ich weiß es alles einfach nicht. Ich bin gerade hier so der Typ, der das einfach alles gerade mal hier so ein bisschen ausprobiert und rumprobiert und sowas. Und dort unten wieder ein Lager findet. Ah, okay. In dem Lager können wir quasi unsere Rundreise weiterführen. Und dort waren wir ja mehr oder weniger stehen geblieben. Oh, Gubot, das ist hier jetzt wieder eines der Lager von diesen... Boah, wie heißen die Viecher nochmal? Von diesen Winzlingen, die es zuallererst in den Wilden Landen damals gab. So. Keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Bodo, genau. Bodos? Sind das Bodos? Ich glaube, ja, es sind Bodos. So, schauen wir mal hier irgendwo, ob hier irgendwo ein Sturobold ist. Wie gesagt, ich muss noch den Sturobold hier in dem Gebiet muss ich noch aktivieren, von daher kann ich die Gelegenheit gleich hier nutzen, wenn wir sowieso hier lang reiten. So. Jetzt sind wir hier wieder in einem recht rot gestrichenen Gebiet. Wahrscheinlich, weil wir in Richtung Feuer kommen und so. Oh, hier brennt so ein bisschen was, ne? Und wieder mal Lava. Mal gucken, ob sie die Lava auch wieder vernünftig programmiert haben. Okay, solange... Ah, okay, ich krieg Schaden durch die Lava. Gut. Das finde ich schön wieder. Ähnlich wie im Vulkan haben sie also auch hier der Lava Schaden gegeben. Nicht, dass sie irgendwie mal ein Feature, eine Funktion oder so, die sie damals schon mal benutzt haben, vergessen haben. Aber ich könnte es Runewaker echt zutrauen, dass sie das sowas dann wieder vergessen oder so. Mittlerweile muss man ja bei Runewaker doch mit allem rechnen. Ah, da ist der Sturobald. Super. Zack, da haben wir das hier geöffnet. Nicht schlecht. So, hier vorne finden wir nichts. Dort oben ist irgendwie nochmal ein Stein. Aber das war's dann, glaube ich, auch. Ja, Quests sind natürlich. Gibt es hier natürlich auch noch ein paar. Nee, was stimmt mit meiner Maus nicht so ganz? Das ist wieder der schwarze Kodex. Was kamen die denn hier so im Angebot? Ach ja, ich wollte ja eigentlich noch die Höhe von schwarzen Kodex-Händler gezeigt haben.
Na gut, dann gucke ich mal direkt, ob hier noch diese Memento-Fusionssteinhändler weiter übernommen wurden. Also erstmal könnte ich hier mir hier auch nochmal einen neuen Stab holen. Ob der besser wäre, bezweifle ich gerade mal. Ah, tatsächlich hier. 180 Mementos kann man sich hier noch die aktuell, ja, vielleicht stärksten. Ich weiß es gar nicht, ob es tatsächlich die stärksten sind. Hier holen. Was kriegt man denn da so? Reinheit, 136 Weisheit. Das ist tatsächlich schon jetzt ziemlich gut. Ist man ziemlich gut dabei, wenn man sich die holen würde. Wie gesagt, das ist nicht der optimale Weg. Es ist für mich tatsächlich so ein Spielgedanke, ob ich nicht sowieso damit vielleicht nochmal wieder irgendwann ein bisschen pimpen möchte oder so. Also es ist für mich auf jeden Fall mehr oder weniger der Free-to-Play-Weg durch das Spiel, wenn man das wirklich so sehen möchte. Das hier finde ich jetzt gerade richtig geil gestaltet mit dem Überweg über das Feuer und so. Richtig, richtig gut gemacht. Also designtechnisch haben die Leute von Runemaker tatsächlich eine Menge drauf, aber das ist auch so ziemlich die Grenze. Also Spiel- und skripttechnisch haben sie dann doch an vielen Stellen was verbuggt und verbockt. Und die Spielengine ist auch alles andere als sauber. Merkt man, glaube ich, auch bei Dragon's Prophet immer wieder. Das ist ja von den gleichen Entwicklern. Ich war so schlau und habe mal wieder mein Handy nicht an die Seite gelegt. Jetzt für die Aufnahme. Na gut. Ja, wie gesagt, auch bei Dragon's Prophet merkt man, dass die haben, glaube ich, für Dragon's Prophet genau die gleiche Engine wie für Runes of Magic genutzt. Vielleicht in einer bisschen upgedateten Version oder so, die vielleicht einige wichtige Fehler ausgemerzt hat, die man bei Runes of Magic nicht mehr ausmerzen kann, ohne dass man das komplette Spiel neu programmiert oder so. Kann ja sein. Aha. Auch interessant, was hier so alles abgeht. Wieder eine Energiebarriere, das heißt, dort kommt man wahrscheinlich nur mit einer gewissen Quest weiter. Dann gehen wir mal hier runter. Jupp. Jupp. Dort hinten ist noch irgendwas. Gucken wir uns hier mal nochmal um. Hier nochmal ein Yashidi hingepackt, mal eben. Ja. Gehen wir mal hier den Weg hoch zum nächsten Lager. Also eine wirklich neue Hauptstadt oder so haben sie ja hier nicht wirklich eingebaut. Momentan sind das ja immer nur so Zwischenlager, wo man mal vorbeikommt oder so. Das war's dann aber auch. So, gehen wir mal hier hinten weiter. Schauen wir mal, ob der Säbel passend so geendet. Oh, na toll. Ich sehe gerade wieder etwas, was mir ein bisschen die Lust an der Zone dann doch, beziehungsweise den Lob an der Zone zurückziehen lässt. Hier haben wir schon wieder eine dieser Produktionsstätten. Wir haben es ja nicht schon in der Zone davor gehabt und in der Zone davor und in der Zone davor. Nein, hier muss man auch noch mal eine Produktionsstätte hinklatschen. Warum auch nicht? Finde ich ja nicht so ganz dolle. Ich meine, die Dinger mögen ja recht gut aussehen, aber es ist einfach zu viel. Man hat nicht keinen Bock, schon wieder eine Produktionsstätte. Ja, wahrscheinlich zu durchquesten und schon wieder und nochmal und noch einmal. Irgendwann muss auch mal gut sein. Finde ich. Da könnt ihr auch anderer Meinung sein. Dann könnt ihr die auch gerne in die Kommentare posten, warum ihr dann auch der Meinung seid und so. Das hier ist jetzt gerade tatsächlich interessant. Elitekrieger von Limon.
Eidigsgemeinschaft. Eidigsforscher. Ja. Recht interessant gemacht mit den Barrikaden dort und so, dass sie sich dort verteidigen. Okay, dann kommen wir in die nächste Zone. Und die letzte Zone, die wir tatsächlich dann erstmal erforschen dürfen. Außer LP-Stats eigentlich immer noch was wert oder sind die mittlerweile nicht mehr brauchbar? Keine Ahnung, weiß ich echt nicht. So, erneuere ich mal kurz das Gestrüppschild. Wir waren also jetzt etwas über eine Viertelstunde mit dem Sirbelpass unterwegs. Jetzt sind wir hier in Salo angekommen. Erster Eindruck. Ja gut, es ist wieder etwas heller, aufgehellter und es ist tatsächlich wieder eine Gegend, die ändert vielleicht im Entferntesten an die Rothügelberge. Aber auch nur im Entferntesten. Also tatsächlich vom Design her ist es wieder ein etwas neueres Gebiet, würde ich mal meinen. So was hatte man designtechnisch noch nicht gehabt. Zumindest von der Umgebung her. Schauen wir uns mal hier genauer um. Dort vorne, was ist denn hier vorne so zu sehen? Da oben soll der Thron der Erde sein. Kommt man von hier aus hin oder muss man einen anderen Weg einschlagen, um zum Thron der Erde zu kommen? Würde mich jetzt gerade mal interessieren. Dort oben ist noch irgendwie was zu sehen. Ob man dort hochkommt, weiß ich gar nicht. Würde mich gerade mal interessieren. Ah gut, jetzt greifen mich die Viecher hier alle schon an. Bevor ich jetzt ein Dreiviertel-Lager hinter mir habe, geh ich dann doch lieber um. Hier sind die auch noch alle 80, 81. Ist man denn während der Gammaförde überhaupt gar kein Level aufgestiegen? Das kommt mir gerade ein bisschen seltsam vor. Gestrüppschild, du könntest mich auch ruhig mal heilen, by the way. Gütiger Baumgeist. Hehe, Baumgott und der Baumgeist. Deine Maus regt mich gerade ein bisschen auf, muss ich mal gerade gestehen. Da führt ein Weg hoch oder nicht, oder? Hier ist erstmal nochmal wieder ein Sturobold, den aktiviere ich mir kurz. So. Terminate. Aha. Hallöchen. So, schauen wir mal. Das hier schaut so aus, als wäre das hier wieder eines der größeren Lager, die es hier so gibt. Hausverwalter, genau. Angenkommando, Angenrepräsentant. Kann ich hier rein? Ich kann hier rein, wunderbar. Auktionshaus, Postfach, Gemischtwarenhändler. Würde mich gerade interessieren, ob es hier wieder die Codex-Typen gibt. Oh oh. Runewaker oder Gameforge. Je nachdem, ob die. Oh, wie heißt es jetzt? Lokalisationsabteilung hieran schuld ist oder Runewaker? Ich glaube, es ist eher die Lokalisationsabteilung. So, gehen wir mal hier hoch. Also, ich habe jetzt keine Händler des schwarzen Kodex gesehen. Das heißt, hier irgendwo anders könnte es nochmal einen Memento-Händler geben. Hier oben ist erstmal der Thron der Erde. Allererster Eindruck vom Design her. Oh, ganz interessant. Mit dem Erddrachen. Und den Harpien hier, die dann aber auch ein neues Design haben. Die haben tatsächlich dann mal jetzt einen neuen Anstrich quasi bekommen, neue Texturen und sowas alles. Hat man mal die Harpien auch richtig auf eine schöne Art und Weise wieder hervorgeholt, sozusagen. So, da vorne könnte ich nochmal wieder versuchen rumzuklettern, habe ich jetzt aber gerade eher weniger Lust. Gucken wir mal eher, wenn wir hier mal so weiterkommen. Oh mein Gott, wir haben noch eine Menge zu sehen hier.
in Salo. Zumindest ein bisschen was. Ja, Viecher sind immer noch so 81 und plus und so. Keine Ahnung warum, aber verwundert mich gerade ein bisschen. Gehen wir mal hier hoch nochmal. Ja, Pep. Ich glaube, ich kletter jetzt gerade schon wieder rum. Obwohl ich da eigentlich keine Lust drauf hatte. Na gut. Jetzt mache ich es doch. Peps. Boah. Ist das jetzt hier eine unsichtbare Wand oder was? So. Was ist denn hier unten im flammenden Ödland? Whip. Ja, oh, jetzt bin ich hier irgendwo drin gelandet. Eine Mauer. Und jetzt werde ich, bin ich gleich in irgendeinem Lager hier in der Reißzahnfront, genau. Also bin ich jetzt im nächsten Lager, gut. Vielleicht finden wir hier die Leute vom Schwarzen Kodex. Würde mich mal interessieren, was die halt dann hier verkaufen oder so. Händler für schwere Rüstung und so finden wir ja schon mal hier. Aber es schaut nicht aus, als wäre hier, hätte sie, ich der schwarze Kodex hier mal wieder getroffen. Gut, dann sollte es wohl im nächsten Dörfchen oder so sein. Umherstreifender Riesenbestrafer. Oh. Also von der Größe her sind die schon echt ein bisschen... Ja, furchteinflößend. So, ich gehe mal hier noch hoch. Wir waren das flammende Ödland noch nicht wirklich erforscht. Wir waren ja nur dort oben ein bisschen rumgesprungen und so. Hier hinten, das schaut noch aus, als gäbe es hier hinten noch was. Ah, okay. Yay. Ich freue mich. Die nächste Produktionsfabrik, wie es ausschaut. Wie viele haben wir jetzt gehabt? Ich würde mal behaupten, zu viele, ne? Ja, gut. Zu Edon Räuber. Was kommt denn jetzt hier in dem Gebiet? So, jetzt geht's hier weiter runter zum siedenden See, SS. Was finden wir hier? Ah, so ein kleines Standardlagerchen mit so ein paar Standardhändlern und sowas. Ja gut, das ist, braucht man jetzt zwischendurch auch auf dem Weg. Ist nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Ist immer gut, sowas dazwischen zu setzen. Aber was sieht man hier oben? Ohne Herstellungsstätte Nummer 5.726.000, was weiß ich was. Also selbst wenn die Viecher irgendwie was zu tun haben mit der Geschichte, was ich jetzt bisher noch nicht verstanden habe oder so, ist es trotzdem übertrieben, so viele Herstellungsstätten zu bauen. Nur meine Meinung dazu. Ernsthaft, hier das wunderschöne Modell von Amboria nochmal zu benutzen. Wenn man schon so einen Super-Weltboss in einem extra Patch ankündigt und so weiter, dann sollte so ein Modell auch einzigartig sein und bleiben und nicht, wie in diesem Fall jetzt mit Amboria, mal wieder verwendet werden. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Und verschwendete Ressourcen, ja, verschwendet kann man es schon nennen, ja. Vor allem, weil so Amboria, das ist ja auch so ein Boss, den, ja, der ist so ein Sonderfall. Er ist wunderschön gemacht und richtig gut
taktisch ausgedacht und sowas alles. Aber der Loot davon ist einfach unbrauchbar. So kann man es echt charakterisieren. So. Flammenhypogryphen. Untote Kavallerie. Aus Belates, okay. Ja gut, wir nähern uns ja auch so langsam Belates, ne? Jetzt werde ich mir erstmal noch kurz den Flammentempel hier oben angucken. Welche Hochfolgen und so. Oh, Feenwächter. Ich habe so die Ahnung, dass ich gleich Tour sein könnte. Ja, ich muss hier weg. Also, den Flammentempel komme ich jetzt nicht rein. Das ist ähnlich wie mit dem anderen Tempel, was ich gesagt habe. Ich halte mich mal eben kurz voll. Hau mir mal einen Hot drauf. Damit ich jetzt nicht so schnell umkippe. So. Ich meine, mit 10.000 Lebenspunkten selbst hier alle 2 Sekunden sollte ich erstmal eine Zeit lang überleben. Jetzt ist auch das Feuerchen da von der Fee weg. Also komme ich denn dort nicht hoch beim Tempel. Oh, meine Maus. Leg mich gerade auf. Schwerverletzte Krieger hier überall, okay. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes. Ein bisschen Design und so. Aufklärungsoffizier, Waffenhändler, Versorgungsteam und bla. Stallmeister. Ja, jetzt immer noch die Standardpferde immer zu mieten. Hier findet man auch gerade nichts bezüglich den Codex-Händlern, von denen ich mir ja dann doch irgendwo mal bald welche gewünscht hätte. Vielleicht findet man die hier noch irgendwo anders. Dort unten ist noch das Tor zur Leere. Dort, dem werden wir noch einen Besuch abstatten schnell. Und dann kommen wir ja dort hoch schon bald zu Belates. Und bei an Belates selbst ist für uns dann Schluss. Wenn man nämlich zu Yama fördern möchte, muss man mit einer Quest sich durch Belates durch questen. Oder sich alternativ mit einer Portalrune hinter Belates teleportieren lassen. Allerdings verliert man dann halt die Hauptquestreihe, weil die Hauptquestreihe durch die Instanz durchführt. Was vielmals kritisiert wurde und meiner Meinung nach auch berechtigt. Auch wenn die Instanz Belates sehr, sehr einfach sein soll. So, das Tor zur Leere. Hier finden wir hier endlich unsere Codex-Händler. Nö. Eigentlich Gemeinschaft nur. Ja, hier gibt es irgendwie so ein Tor oder so, so kaputt oder so. Ja, nichts Besonderes. Ist halt so ein Stück Teil in der Landschaft gefühlt. Gut. Vorne gibt es dort nochmal einen Weg runter zu den Kulech sozusagen. Schaut so aus, ne? Gehen wir dort unten auch nochmal runter und gucken uns das dort unten nochmal an. Jetzt, wo wir schon sowieso hier sind, dann können wir uns auch alles betrachten. Ja, gut, zu tief geht's hier nicht, oder? Geht's hier hinten noch weiter? Nee. Geht nicht wirklich tief, gibt es nicht wirklich so viel zu sehen. Ein paar transmutierte Maden, ein paar Wächter, ja. Nichts extrem Besonderes.
gehen wir mal dort vorne rein in die belagerte Festung. Also in die inneren Gefilde. Und was belagert, waren wir ja schon bereits. So, hier sind überall so grüne Punkte. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Hier vorne scheint nochmal ein Außenposten oder so zu sein. Tatsache. Okay, aber hier finden wir auch nichts wirklich Besonderes. So um Gemischtwarenhändler und Trankhändler und so. Also nochmal so ein Standard-Zeugs, wenn man es so benennen darf. Was finden wir hier vorne? Achso, das ist ja wieder der Weg raus. Okay. Bis jetzt führt da so nur ein einziger Weg hier durch. Noch keine Abzweigung, gar nichts. Okay. Auf der Karte kann man auch mehr oder weniger ganz, wenn man ganz genau hinschaut, auch den Weg erkennen, den es hier durchgibt. Hier vorne ist die Instanz, wie man sieht. Okay. Gehen wir mal noch rüber ins obere Velates. Mal gucken, was wir denn da noch so finden. Erstmal hier vorne so gucken. Okay, hier in der Ecke finden wir jetzt tatsächlich nichts mehr. Dann gehen wir mal dann noch den Weg hoch, den wir vorhin gesehen haben. Und dann sind wir ja auch tatsächlich gleich durch. Mit den Nerven. Und einigen anderen Sachen. So, ja. Elite-Kommandosoldat der dunklen Lore. Sind tatsächlich hier immer noch am Kämpfen überall. So verstreut und so. Aha, hier scheint auch noch ein Lager zu sein. Aber die gesuchten Kodexhändler finden wir hier auch noch nicht. Schade. Na gut, wer weiß, vielleicht finden wir dann noch ein Lager. Oder dort vorne diese königliche Abtei könnte ja auch nochmal ein schönes Lager sein oder so vielleicht. Gucken wir mal hier noch zu Ende, was wir hier noch so finden. Oh, das ist mal interessant, das ist auch ein neues Modell, also... oder zumindest wurde einem bestehenden Modell noch ein Schild gegeben. Das ist doch mal eine schöne Abwandlung. Ergibt ein neues Modell, also einen neuen Charakter, neuen Gegner sozusagen, mit mehr oder weniger, beziehungsweise eher weniger Aufwand. Sowas finde ich mal schön. Sollten sie öfter machen. Wie hoch sind die Viecher hier so? 82. Okay, wirklich höher geworden sind sie ja auch nicht, ne? Kann ich mich also schon fast mit Stufe 82. 78 hier dran machen und alle. So, jetzt sind wir hier in der königlichen Abtei. Okay, anscheinend gibt es hier nicht nochmal ein Lager, oder? Aber dort vorne gibt es nochmal einen Weg rein. Gehen wir da auch nochmal rein. Dann haben wir das hier alles durch. Aha. Das ist tatsächlich wieder richtig interessant gestaltet hier, muss ich gerade zugestehen. Oh, Erkundungskapitän der Zuedon. Elite und so. Gut. Jetzt sind wir also hier im Großen und Ganzen, glaube ich, durch. Hier vorne kann ich nochmal gucken, ob da noch was ist. Ist hier irgendwas versteckt oder so? Nee, nicht wirklich. Gut. Ich würde sagen, das war's bis jetzt erstmal von unserem Überblick. 5 Jahre rum, zumindest so weit, wie ich es halt miterleben kann und sehen kann. So, ja, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder in den normalen Let's Play. Ich teleportiere mich mal jetzt kurz hier weg, einfach mal in Sicherheit und so. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im normalen Let's Play dann hinterher wieder. Bis dahin. Wünsche ich euch alles Gute und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.